Moin Moin und willkommen zurück zu Professor Layton und die verlorene Zukunft. Wir sind in Chinatown und ja, arbeiten uns quasi gerade durch alle Leute, die es hier so gibt, um Informationen und Rätsel zu finden. Beides waren beim letzten Mal schon recht erfolgreich und haben jetzt auch noch eine... Ui, ein paar übersprungen. Ich sollte nochmal zurückgehen. Scheinbar kann ich nämlich von Becky... Der Ungos könnte zumindest Becky sein. Und ich schätze mal, Wachmeister Barton noch... jeweils ein Rätsel bekommen und damit dann auch eine Karte hier. Ich sollte mir überlegen, nochmal zurückzugehen. Okay, wie macht man das jetzt hier? Muss ja eigentlich so gehen. Ich glaube, das Sprungteil brauche ich gar nicht, außer vielleicht um hier die... ich weiß nicht. Vielleicht hier hoch, darüber. Da wieder rüber. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Und es wäre doch viel einfacher, wenn ich andersrum fahre. Klingt das dann nur bei mir so oder ist der Sound irgendwie ein bisschen kaputt? Verwirrt. Okay, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Man könnte natürlich auch so fahren. Man könnte auch so fahren. Dann da hoch. Da runter. Das dürfte funktionieren. Ist zwar ein bisschen unnötig kompliziert, aber... Okay. Jetzt will ich mal überlegen, nochmal zurückzulaufen. Wie viele Münzen habe ich mittlerweile? 95, nice. Das... Ups. Das muss ich jetzt wirklich gerade mal kurz machen. Ich muss mal kurz zurücklaufen. Oh, Moment, ich bin blöd. Ich muss gar nicht zurücklaufen. Ups. Das ist ja ein ulkiges Gebäude. Es sieht so aus, als hätte es eine kleine, Familie aus Dächern. Ja, die Architektur des Viertels hat sich in den letzten Jahren in eine ganz eigene Richtung entwickelt. In den letzten Jahren, sagst du? Ich verstehe, deshalb kommt mir alles so fremd vor. Weißt du, was sogar eine Familie sagtest? Einfach so random Wort, Jastretzel. Okay. Geschwisterfolge. Hatten wir sowas nicht schon mal irgendwie? Ach du Scheiße. Stell dir vor, du seist das achte Kind von 10 Geschwistern. Die erste Tochter ist die jüngere Schwester des zweiten Sohnes und die ältere Schwester des dritten Sohnes. Der vierte Sohn ist der ältere Bruder der zweiten Tochter und der jüngere Bruder der ersten Tochter. Zwischen der dritten und der vierten Tochter gibt es... What the fuck?
drauf geschissen, 50-50 Chance, Mädchen. Wie wäre es hiermit? Okay, Junge, egal. Als ob ich da jetzt drüber nachdenke. Allein der Text macht mich schon wahnsinnig. Toll. Wie wäre es hiermit? Leightons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Nee. Das tue ich mir jetzt nicht an. Kannst du knicken? So. Tschüssikowski. Na gut. Wir fahren zur. Gut, fahren wir jetzt hin zur Flatstone Street? Ja, ne? Genau. Weißt du, warum man zur Auckland Lane sollte? Da war ja das Krankenhaus. Da gibt es bestimmt auch wieder was Neues für uns. Das müsste ich früher oder später ja sowieso. Was machst du denn hier? Müsste ich ja früher oder später sowieso noch hin, wenn ich ja alle Rätsel holen will. Ah, Late, so trifft man sich wieder. Na, wie geht's denn mit Ihren Nachforschungen voran? Dank Ihrer Unterstützung sind uns schon beachtliche Fortschritte gelungen, Herr Inspektor. Darf ich fragen, wie es bei Ihnen aussieht? Sind Sie auf irgendwelche heißen Fährten gestoßen? Das will ich meinen. Gerade eben konnte ich höchst relevante Informationen sicherstellen. Ich observierte zwei suspekte Gestalten, die tuschelnd und wispernd herumstanden. Tatsächlich? Nur zu, bitte sagen Sie mir, was Sie in Erfahrung bringen konnten. Goldversteck. Ah ja. Eine Gaunerbande muss ihre Beute gemäß den Anweisungen ihres Bosses verstecken, bevor die Polizei sie erwischt. Diese 10 Barren passen genau in die Lücke zwischen den Steinen. Das Versteck findet bestimmt keiner. Dort lassen wir sie, bis sich die Lage beruhigt hat. Dass da plötzlich Gold in der Wand ist, statt Steine, fällt nicht auf, oder wie? Oder wollt ihr das danach wieder zumauern, dass es weiterhin... Keine Ahnung. Ach, und bevor ich es vergesse, legt keine großen Barren auf kleinere, verstanden? Folgt den Anweisungen und... Versteckte Zeug in der Mauer. Oh, Moment, das ist noch ganz große. Dum, 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 dum. Der muss da oben hin. Nee, Moment, ich könnte auch den da hinsetzen und den da hin. Und den jetzt gedreht da rein, bitte. Okay, das passt offensichtlich nicht. Komm, kommst du wieder raus? Aber damit habe ich da immer noch 3. Achso, Moment. So passt. So sollte es stimmen. Das ergibt natürlich Sinn, ja. Das hätten wir. Schön. Der Gaunerboss hat ganz schön Köpfchen. Es fällt nicht auf, dass da Goldbarren statt Steine sind. Ja. Das ist ja leider dies keine neuen erkenntlich. Ich kann nicht mehr sprechen. Leider hat uns dies keine neuen Erkenntnisse bezüglich des Falls beschert. Ja, das mag wohl stimmen. Dann scheiße. Gut. Ich weiß zwar. Ne, Moment, hier falsch. Ich weiß zwar nicht genau, wo ich Barton suchen soll, aber ich habe da so eine Vermutung. Der Typ hat ja auch eine Vorliebe für Essen, genauso wie Luke. Deswegen könnte ich ihn wahrscheinlich hier drin finden. Nein. Flora, was machst du hier? Ich bekomme was zu essen. Nee, eben nicht.
Verdammt. Ich hätte wetten können, dass wir ihn da finden. Gut. Ich weiß zumindest, wo wir Becky finden können. Auch nicht. Hui. Ah. Jetzt bin ich beleidigt. Das Spiel verarscht mich. Okay, dann egal. Alles Kommando zurück und drauf geschissen. Wir gehen zurück dahin, wo es auf jeden Fall was zu holen gibt. Nämlich in der U-Bahn. Nicht da, wo ich schon wieder hinlatsche. Gut, das Ganze war eine ziemliche Zeitverschwendung. Dann kümmere ich mich um die restlichen Rätsel, die wir jetzt erstmal zurücklassen. Wahrscheinlich, ein paar übersehe ich bestimmt. Kümmern wir uns einmal anders. So, was bist du denn hier? Nennst dich Künstler und schmierst einfach eine Wand voll, oder was? Manche Leute haben wirklich keinen Respekt für die Arbeit anderer. Was ist denn passiert? Seht euch mal meine Mauer an. Irgendwer hat sie voll geschmiert. Wahrscheinlich warst du es selber. Dieser Vandal lacht sich jetzt sicher ins Fäustchen und ich darf die Misere aus der Welt schaffen. Die Farbe ist längst trocken, so bekommt man die bekommt man nicht so schnell runter. Übermalen. Dann muss ich wohl die ganze Mauer neu streichen. Da wir schon vom Streichen sprechen, habt ihr je von diesen Streichen hier gehört? Jetzt ergibt an der Stelle wenig Sinn. Welche Farbe ist's? Eine alte Ziegelmauer wurde auf künstlerisch wertvolle Art verziert. Ich finde ja, es sieht scheiße aus, aber okay. Bin ich halt gut zu Hause, ne? Wie du auf der Abbildung sehen kannst, hat der Künstler 5 verschiedene Formen auf einem weißen Hintergrund gemalt. Ein Blick auf diese Wand sollte reichen, um diejenige Farbe zu ermitteln, die am meisten verwendet wurde. Welche mag das wohl sein? Ja, natürlich die Grundierung. Wie wäre es hiermit? Gut mitgedacht, und weißt du was? Dein kluges Köpfchen hat mich inspiriert. Ich habe eine Idee. Ich male Rätsel. Mach's wie der Riddler, mal überall Fragezeichen hin. Wenn ich die Mauer einfach weiß streiche, schmiert sie am Ende sowieso wieder gleich jemand voll. Vielleicht sollte ich einfach jemanden fragen, ob er ein schönes Bild drauf malt. Ah, das ergibt irgendwie Sinn. Wer möchte schon ein schönes Gemälde verschandeln? Och, glaub mir, da gibt's genug Idioten. Schön. Hier geht's nicht weiter. Okay, ich dachte, da geht's so weiter. Ich hab groß mit dieser Mauer vor, ja. Schön, Tschüssikowski. Und guten Tag, du. Was geht? Sieh mal einer an, wen haben wir denn da? Wir haben uns schon mal getroffen. Ja, auf dem Weg zum Casino, okay. Schön, dass ich einen Eindruck hinterlassen habe. Und lassen Sie mich raten. Sie lassen uns nicht durch, weil Kekse. Weil Sie Kekse wollen. Hey, kein Grund, sich darüber zu echauffieren. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Leute nicht durchzulassen. Du bist also Türsteher. Leute fernzuhalten, die hier nichts zu suchen haben. Ganz einfach. Wollt ihr mir das etwa zum Vorwurf machen? Ja, ich meine, nein, nicht doch. Trotzdem haben wir ein Anliegen. Wir möchten Layton sehen. Oha, ganz schön mutig. Aber leider kann ich euch keineswegs passieren lassen. Und warum nicht? Wir haben unser Begehren doch klar und deutlich vorgetragen. Weil Herr Layton gerade nicht im Hause ist, darum nicht. Somit haben Sie keinen Grund, dieses Gebäude zu betreten. Er ist nicht in der Pagode. Als ob ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt hätte. Der Boss ist unterwegs. Ausgeflogen sonst wo. Nicht hier. Und wo ist er dann? Ganz sicher, hier werden wir ihn wohl nicht finden. Oder der Typ lügt, wir wissen es ja eigentlich nicht. Professor, ich schlage vor, wir begeben uns auf Spurensuche. Bestimmt können wir Layton ausfindig machen. Ja, wie denn? Ganz deiner Meinung, lass uns die Leute in der Gegend nach ihm befragen. Ich habe das Gefühl, dass die nicht gerade erpicht darauf sind, zu sprechen. Aber ich erinnere mich noch an eine gewisse Sache. Es kann gut sein, dass das jetzt kommt. Ich muss mit dir sprechen. Wenn ihr immer noch nach dem Pagodenturm sucht, seid ihr hier aber völlig falsch. Oh, das wissen wir. Eigentlich sind wir unterwegs, um Informationen zu sammeln. Tatsächlich arbeitet ihr gerade an einem Schulprojekt oder so?
nah dran. Ich empfehle euch, mit allen Leuten zu sprechen. So verschafft ihr euch einen Überblick. Wenn ihr mit allen geredet habt, kommt wieder... Rede mit allen Leuten, dann komm zurück, denn ich habe sowieso die Informationen, die du haben willst. Warum solltest du sie uns dann nicht jetzt sagen? Ja. Was liegt an? Ist mir eigentlich scheißegal, weil du eh nichts zu sagen hast. Pass auf. Es ist mir jetzt scheißegal. Das ist eine unnötige Sache vom Spiel. Ich skipp die Dialoge. Ich rede auch nochmal mit euch, wobei das wahrscheinlich scheißegal ist. Ah, oh, wer baut denn so einen Scheiß ein? Was soll der Quatsch? Alles, was die jetzt wahrscheinlich haben, sind irgendwelche Mutmaßungen und ja, möglichen Informationen oder sowas. Okay. Und der Einzige, der uns wirklich weiterhelfen kann, ist er. Er will es nur irgendwie nicht. Wahrscheinlich muss ich mit ihr hier drin auch noch sprechen. Das ist nur so geraten. Oh. Avogadro. Weg da, ich muss durch, ich hab's eilig. Lasst mich Arzt, ich bin durch. Huch, und schon ist der Mann weg. Komm zu Daumen, wie flink ihn seine Beinchen tragen. Habt ihr gesehen, wie schnell er aus dem Laden geflitzt ist? Das habe ich. Er ist nur so geprescht, seine Hose und Schuhe waren auch ganz nass. Wieder mal. Und in seinem Arm hat er 2 Stapel Bücher, bestimmt ist er Stammkunde hier. Vielleicht weiß die Dame in der Theke mehr Bescheid. Okay, ich müsste wahrscheinlich wirklich hier hinkommen, damit wir diesen Typen da treffen oder so. Keine Ahnung. Sucht ihr was Bestimmtes? Ein Buch. Eigentlich hoffte ich, dass wir uns etwas über diesen Mann erzählen könnten. Den, der ihr Buchgeschäft gerade so fluchtartig verlassen hat. Das ist Dr. Avogadro. Dr. Avocado. Ist wahrscheinlich wirklich irgendwie daran angelehnt oder so. Keine Ahnung. Er ist immer in Eile. Seine Sachen waren bitch nass. Das alles war sehr seltsam. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Er schleicht sich immer von der Arbeit, um sich Neuerscheinungen zu besorgen. Also. Ihr wisst ja, wie geistesabwesend Genies sein können. Wahrscheinlich übersieht er Pfützen auf dem Weg. Oder vielleicht verbringt er den Rest seiner Pause mit Angeln. Keine Ahnung. Oder er schwimmt einfach. Er schwimmt von der Arbeit hierher. In Wahrheit ist er nämlich auch, arbeitet er auf der anderen Seite der Themse. Oder so hat keine Ahnung. Und anstatt die Brücke zu nehmen, schwimmt er. Wer weiß, er fällt hier immer ein, kauft ein paar Bücher und ist weg, ohne einen Wort zu sorgen. Er hat gerade ein paar Wörter gesagt. Gut. Ah, da bist du ja schon wieder. Was ist, was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich es eilig habe? Nein, du stehst hier. Oh, ich glaube, er ist verärgert. Du kannst nicht selber Leute ansprechen. Doch. Ich kann das. Nur manche Leute sprechen einfach nicht gerne mit Fremden. Hey, wenn ihr schon so tatenlos hier rumschäkert, könntet ihr auch den Weg vormachen. Ich habe wichtige Termine und wüsste es sehr zu schätzen, wenn ihr mich nicht aufhalten würdet. Okay. Oh, aber Sie wollen doch nicht wirklich in so einem Aufzug rumlaufen, oder? Was ist damit? Mit Ihren pitschnassen Kleidern, das sieht nicht gerade sehr bequem aus. Vielleicht stehst du ja drauf, wenn deine Hose nass ist oder so. Klebt zwar ein bisschen komisch an den Beinen, aber hey, vielleicht mag man das ja. Die können später trocknen, aber jetzt muss ich schnell weg. Und er ist weg. Vielleicht wäre er noch hier, wenn du ihn nicht, wenn du nicht von vornherein bloß genervt hättest. Ja. Der ist auch gibt bestimmt Sinn. Wieso kann ich jetzt plötzlich hinten weiter? Also, das ergibt Sinn. Suddenly neues Gebiet. Okay. Hallöchen. Ah, guten Tag, gnädiges Fräulein. Ich heiße Panic. Eine wahre Freude, Sie kennenzulernen. Hallo, Panic. Oh nein, ihr schon wieder. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, Sie haben das süße Mädchen benutzt, mich aus der Reserve zu locken. Ich wusste es. Ich wusste, dass das was nicht stimmen kann, als sie mich so mir nichts, dir nichts ansprach. Wieso rennst du schon wieder halb aus dem Bild, hä? Könntest du damit langsam mal aufhören? Wieso bloß bin ich stehen geblieben, um mit dir zu sprechen? Jetzt haben sie mich direkt da, wo sie mich haben wollten. Ich muss sie weg.
I don't even care. Was habe ich nur getan? Layton setzt den scheiß Zylinder ab. War das ein Freund von dir, Luke? Nennen wir es mal Freund. Ups, da wollte ich noch nicht rein. Ich wollte noch nicht rein. Sag mal, Luke, kommt dir dieser Raum nicht auch irgendwie bekannt vor? Und wie, Professor? Später. Erstmal das da. Hallo, da, ich heiße Novella. Und wie heißt du, junges Fräulein? Flora! Mit einer sterbenden Stimme. Immer wenn ich sie versuche zu sprechen, stirbt meine Stimme. Das kann kein Zufall sein. Wie geht's Ihnen, Novella? Ich befürchte nicht rosig. Dieses Rätsel lastet schwer auf mir und lässt mir keine Ruhe. Ja, dann lass es mich einfach lösen und fertig. Klötzchenküken. Also. Nicht wieder so ein Rätsel. Das könnte perfekt dahin passen. Das könnte vielleicht perfekt da unten hinpassen. Dann würde das eher so dahin passen. Nicht das. Das nehmen wir dann da. Okay, das war einfach. Ob das richtig ist? Das war vergleichsweise easy. Habt ihr gesehen? Wie, du bist ein Rätselgenie. Oder warum hattest du die Lösung so schnell parat? Ja, so. Irgendwie war es tatsächlich erstaunlich einfach. Den Baron, das Aufkleber für Bilderbuch 3. Und ach du Scheiße, noch so. Na komm. Ich werde die Lösung halt auch wieder nachgucken, also kann ich es auch jetzt eben noch machen mit dem Papagei. Oh, da habe ich auch wieder eins übersehen. Oder ich krieg's später erst, keine Ahnung. So, dahin. Dann landet er da oben. Und wahrscheinlich nochmal hier ein bisschen verlängern oder so. Wahrscheinlich fliegt er dann zu weit. Ja, viel zu weit. Oder klappt das vielleicht? Ja, das kann gar nicht klappen. So. Zeit abgelaufen. Mist. Lösung! What the? The fuck? Lass mich raten, wir scheißen wieder auf die Physik oder wie funktioniert das bitte sonst? Da dahin. Was zum Geier? Okay. Whatever. Okay. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Und beim nächsten Mal befragen wir weiter die Anwohner. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwo ein oder zwei übersehen. Vielleicht kann ich noch in das Geschäft da vorne rein. Das sieht aus wie eine Tierhandlung oder sowas. Naja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.